Ich wundere mich immer, dass man hier schon von der ökologischen Wende redet. Ich sehe die noch gar nicht. Was wir im Augenblick gemacht haben, ist die Beseitigung der Schäden der Vergangenheit. Bei der ökologischen Wende stehen wir erst am Anfang. Wir müssen die Herausforderungen angehen bei der Ressourceneffizienz und beim Klimaschutz. Und das ist eigentlich das Tagesgeschäft der Gesellschaft, nämlich die Mitbestimmung und die Bewältigung des Wandels auf eine möglichst sozialverträgliche Art und Weise. Das, was hier erforderlich ist, können die Gewerkschaften. Das ist unser Tagesgeschäft. So müssen wir denken. Es ist kein Widerspruch zwischen Umwelt und Sozialem oder Umweltwirtschaft und Sozialem. Ganz im Gegenteil. Wir müssen integriert denken, wo es darum geht, Wandel vorzugreifen und Wandel zu bewältigen, von dem wir wissen, dass er unvermeidbar ist. Ich glaube auch, dass die Technologie hier eine wichtige Rolle spielen wird. Denn um diese Ziele 2050 zu erreichen, brauchen wir wirklich ganz neue technologische Lösungen, Durchbrüche. Da geht es nicht nur um leichte Anpassungen, sondern da geht es um eine grundlegende Veränderung unserer Produktion und Erzeugung. Und deswegen brauchen wir massive Investitionen in Forschung und Entwicklung, auch für die Fertigung. Ich habe in der Vergangenheit die These für falsch gehalten, dass der zentrale Punkt einer ökologischen Wende die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie ist. Das ist sie auch. Aber sie ist in erster Linie eine soziale Frage. Und wer das nicht begreift, begreift auch die ökologische Dimension nicht. Was für mich als Kirchenvertreter zunehmend wichtig ist, ist, dass die Zivilgesellschaft eine immer größere Rolle spielt, NGOs, Konsumentenvereinigungen und vieles mehr. All die müssen in einen offenen Dialogprozess miteinander vernetzt werden, um diese zentrale Transformationsaufgabe zu bewältigen. Ich erinnere daran, im letzten Jahr hatten wir einen großen Transformationskongress in Berlin mit Naturschutzverbänden, Gewerkschaften und den Kirchen, den evangelischen Kirchen. Das sind für mich die entscheidenden Dialogforen, die unseren gesellschaftlichen Prozess weiterbringen können, die einfach Themen setzen, in die Öffentlichkeit bringen, damit dann eben die Politik auch ein Stück weit gezwungen ist, darauf zu reagieren und Antworten zu geben. Energieintensive Unternehmen, eigene Stromherstellung, das tun die heute schon. Das tun die übrigens so intensiv, dass wir eine Diskussion kriegen, warum auch diese Unternehmen sich aus der Netzumlage rausziehen. Und ob das eigentlich noch fair ist, dass diese Unternehmen, gilt auch für manche Privatverbraucher übrigens, die Netzumlage nicht mehr zahlen, weil das bedeutet ja, dass für alle anderen, wahrscheinlich für die allermeisten hier im Raum, die Netzumlage umso höher steigt. Auch da ist der Solidarmechanismus einer der, vielleicht jetzt nicht heute Vormittag, aber in den weiteren Diskussionen in Berlin mit der Frage der Energiewende auf dem Tapet steht. Man braucht auch eine ganz klare und starke Industriepolitik, die mit der Energie- und der Klimapolitik verbunden wird. Im Moment haben wir dieses Kirchturmsdenken. Auf der einen Seite ist Energie und Klima, dann haben wir die Industriepolitik als zweite Schublade und als dritte Schublade die Innovationspolitik. Man muss das Ganze viel ganzheitlicher und integrierter betrachten, denn diese ganzen Politiken bedingen sich gegenseitig. Nur so können wir die Nachhaltigkeit für die Zukunft in unserem Sinne prägen. Fähigkeiten, Qualifikationen sind der von grundlegender Bedeutung. Wenn man alle großen ökologischen Fragen der Zukunft nennt, wird keine dieser Fragen ohne eine gleichzeitige Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit lösbar sein. Sie sind wahrscheinlich nicht überrascht, wenn ich sage, dass das soziale Europa viel stärker sein muss. Wir brauchen einen viel stärkeren Rahmen sozialer Rechte auf europäischer Ebene. Das europäische Sozialmodell ist wirklich nur in den Grundzügen ausgebildet. Es ist äußerst minimalistisch. Und wenn wir in der Zukunft Gleichheit in unserer Gesellschaft sicherstellen wollen oder überhaupt über eine Form des sozialen Zusammenhalts auf dem Kontinent sicherstellen wollen, müssen wir diese soziale Dimension der Europäischen Union stärken. Wir in Europa haben eigentlich die Chance, trotz all der sozialen Probleme, gerade in Südeuropa und an anderen Stellen, wir haben die Chance, denke ich, als Vorreiter im Blick auf eine ökologische Erneuerung zu fungieren und dann gleichzeitig unsere Verantwortung auch für Teile des Südens wahrzunehmen. Das ist unabdingbar. Eine allein national oder auch europäische Debatte würde auf jeden Fall viel zu kurz greifen. Nicht zuletzt die Flüchtlingsproblematik zeigt uns ja, wie engstirnig eine solche Einigelung wäre. Das kann, glaube ich, keiner wollen. Wir haben die soziale Emanzipation zur abhängigen Größe von technischem Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum gemacht. Ich bin aber der Meinung, es ist ein übergeordnetes Ziel. Und das ist eine ganz andere Definition als die, die daraus interpretiert wurde. Und solche Dialoge müssen wir aus meiner Sicht auch führen, ohne gleichen Schablonen reinzukommen. Also was ich für wichtig halte, ist sozusagen die Erneuerung der Gesellschaft, ihrer sozialen,
ihrer kulturellen und ihrer technisch-wirtschaftlichen Ausrichtung. Aus der Gewerkschaftsperspektive, und da muss man auch aus dem Blickwinkel Südeuropas der Gewerkschaften sagen, dass wir einfach Lösungen finden müssen für die Dreifachkrise, vor der wir stehen. Es ist schon völlig klar, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem weder für die Wirtschaft funktioniert, noch für die Umwelt, noch für die Arbeitnehmer. Das hat sehr viel mit einer bestimmten Haltung zu Bildung und auch mit Infrastruktur und entsprechender Finanzierung zu tun. Und dass natürlich auch in Bildungsprogramme ökologische Aspekte integriert werden müssen, wäre dann ein folgerichtig nächster Schritt, den ich für genauso wichtig halten würde. In der Gewerkschaftsbewegung sprechen wir nur von Übergang, Transition. Das heißt, es gibt Dialog, es gibt Arbeitsplätze, die geschaffen werden, Investitionen in die Ausbildung, in Qualifizierung und dann angemessene Arbeit, gute Arbeit. Wir müssen ja realistisch sein. Die Arbeitnehmer werden sowohl im Süden als auch im Norden betroffen sein und dann müssen wir Sozialsysteme haben, wie sie schützen. Aber die Notmaßnahmen, die Sparmaßnahmen, die bringen gar nichts, weder für den Süden noch für den Norden Europas.